Für uns ist das jetzt die erste Möglichkeit, eine Maßnahme mit der neuen Trainercrew und dem neuen organisatorischen Organigramm, was wir zusammen haben, auf die Beine zu stellen. Es war für mich eine Herzensangelegenheit, dass die Spieler, die in Deutschland sind, die bisher noch nicht berücksichtigt wurden, die letzte Sichtung ist anderthalb Jahre her, dass wir da auf alle Fälle das als Pflicht ansehen, und ich habe es persönlich als Pflicht angesehen, nochmal eine Option zu haben oder eine Möglichkeit zu bieten für Spieler, sich zu zeigen. Wir wollen ja ein Programm kreieren, wir wollen ja nicht so ein Patchwork kreieren, ein Team zusammenstellen in kürzester Zeit oder ein Spiel machen, dann verteilen wir uns in alle Himmelsrichtungen und sehen uns dann irgendwann mal wieder, sondern wir wollen hier schon 365 Tage, 12 Monate, year round, die Jungs eben auf dem Radar haben und kommunizieren und ein Programm aufbauen. Das ist so ein bisschen mir abging in der Vergangenheit, dass man da den roten Faden nicht gesehen hat. Maßnahmen gab es natürlich vorher auch, und da Jordan Newman hat einen super Job gemacht und der Coaching-Staff davor, da will ich gar nichts drauf sagen, das sind doch super Listen und Namen und die haben das schon super gemacht. Aber es war eben immer so ein bisschen Patchwork. Das hatte gar nicht mit den Trainern zu tun, sondern einfach mit den Möglichkeiten und dem Umfeld, was wurde ihnen erlaubt. Ja, jetzt ist natürlich ja die Tür offen und die Nationalmannschaft ist merklich eine Priorität jetzt des Verbandes, und das hat mich gereizt, weil es natürlich ja cool ist, wenn du was aufbauen darfst und dann irgendwann vielleicht in der Zukunft bei großen Turnieren antreten kannst. Und du weißt, das ist dein Team, das sind deine Jungs, die hast du ausgesucht. Jeder Spieler hat eine reelle Chance hier. Ich glaube, der Zeitpunkt ist gut, weil sie eben im Saft stehen müssten und eigentlich auch fit sein müssten. Und wir wollen natürlich sehen, dass sie auch verinnerlichen, was das hier ist. Dass das eben so ein Vorstellungsgespräch ist für die Besten der Besten in Deutschland, in dem Sport, den sie lieben. Und was gibt es denn Besseres, als das zu schaffen? Also für mich ist es eine Ehre, für die deutsche Nationalmannschaft zu arbeiten. Für mich ist es was Besonderes. Und ich glaube, für die Spieler sollte das auch so sein. Und das ist eine Möglichkeit, die Tür aufzustoßen.